Hallo, und da bin ich nochmal zur Wochendeko. Ihr seht ein weißes Blatt. Ja, ich werde wohl zum Schluss stempeln. Und zwar habe ich mir ein paar Sticker ausgedruckt. Die Prints, die habe ich mir gekauft, weil ich die total toll fand. Und so teuer war es nicht. Ich glaube, 2 Euro auf Etsy. Habe mir das jetzt zurecht geschnippelt. Ich wollte ja an der Deko Together mitmachen. Aber ich denke, das wird eher Mix, also fruchtig und irgendwie auch doch wieder Urlaub. Also so ein Mix halt. Ja. Ja. Und weil ich nicht weiß, wie ich stempel, werde ich erstmal gucken, wie ich das alles verteile hier. Ja. Und dann fangen wir einfach mal an. Und zwar sind da nämlich zum Beispiel diese tollen Bullis drauf. Finde ich so niedlich. Also es wird eher mehr so ein Sommerthema werden. Ich habe so eine To-Do-Liste. Ich habe schon so ein bisschen überlegt, wo ich mir was hinsetze. Ich habe das mal fein geschnitten, weil ich habe keinen Plotter. Nein, sowas besitze ich nicht. Vielleicht irgendwann mal. Ja, und ich weiß nicht so recht. Samstag muss ich arbeiten, da ist nicht so die Welt los. Das weiß ich jetzt schon. Samstag, Sonntag. Donnerstag, Freitag. Da geht es ja Mittwoch. Ich bin noch so am Rätseln, wie ich was hier zusammenbaue, bastel, tun werde. Ich hab schon die ganze Zeit hier rumgemerkt und geguckt und geschaut, wie machst du das, aber irgendwie, glaube ich, fahre ich so besser, wenn ich das irgendwie erst klebe und dann stempel. Mittwoch. Das ist schwierig. Diesmal finde ich es schwierig. Da habe ich auch schon Bikini drin. Also ich möchte auch nicht, dass es sich irgendwie ständig wiederholt. Hier ist nochmal der Bulli. Den Bulli, aber den Bulli habe ich schon unten. Ja, das ist gar nicht so einfach, ne? Ich habe nämlich auch diese tollen Sticker ja noch. Und diese. Und da wollte ich eigentlich auch welche von benutzen. Weil es ja doch ein bisschen fruchtig ist und irgendwie zu dem Karibik passt. Ich glaube, ich klebe jetzt einfach mal los. Ja. Mehr wie schief gehen kann es ja nicht. Oder? Jetzt müssen wir halt ein bisschen aufpassen. Weil das ist natürlich jetzt wieder die Kunst. Weil wenn das klebt, dann. Klebt auch gut am Tisch. So. Abschneiden vorher schon. Also ich schneide es jetzt ab. Vorher. Ich glaube, wenn ich das jetzt mit dem Bastelmesser gemacht hätte, das wäre nichts geworden. Will ich auf jeden Fall noch das hier haben. Schön, hier finde ich wieder den Anfang nicht. Nicht doch irgendwo mein Messer. Das ist jetzt, war jetzt mal so ein Versuch, oder ist jetzt mal so ein Versuch mit solchen Print-Stickern eben. Ich hätte mir die auch kleiner machen können, aber
Ich weiß nicht, ob das dann so gewirkt hätte mit dem Bus. Ich weiß es nicht. Oh, seht ihr überhaupt was? Es gewittert übrigens nicht mehr, die Sonne ist wieder da. Das ist aber auch ein komischer Sommer, finde ich. Zu unbeständig. Und so wirklich auf den Wetterbericht kann man sich auch nicht mehr verlassen. So. Jetzt nochmal. Ich muss mal gucken, wie ich das hier aufteile. Deswegen, ich bin jetzt. Konzentriert. Komm, ich bin gerade. So. Ich weiß nicht, wenn ich konzentriert bin, dann kann ich immer nicht reden. Ich glaube, ich bin da nicht die Einzige. Das kann bestimmt genauso. Bei anderen ist es bestimmt genauso. Wenn nicht, dann sind sie sehr multitaskingfähig. Bin ich eigentlich auch, oder? Geht nicht. So. Wieder abschneiden hier. Gar nicht mal. Für den Anfang nicht. Eben doch hinten reinritzen. Das war eine gute Idee. Man darf dann nur nicht durchschneiden. So wie ich, oder? Nein, doch nicht. So. Hier will ich die. Ich will die Blümchen mehr drauf haben. Oh nein, ich bin schief, oder? Nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oh, Glück gehabt. Es tut mir leid, ich muss jetzt aber mit der Schere abschneiden. So. Mal ein bisschen runterholen hier. Die Blumen finde ich auf jeden Fall sehr schön, sehr hübsch. Dann mache ich das weiter oben hin, hier hin und dann. Weekend. Nee. Mit oder ohne Weekend? Wir machen jetzt erstmal das To-Do hier rein. Oder machen wir nur so. Und dann. Oh, da fehlt hier unten dann was. Was haben wir denn hier noch? Wir haben noch mal ein Pämmchen. Oder das hier. Ich muss jetzt mal so ein bisschen hin und her probieren. Ach, ich werde das so lassen. So. So.
weiß immer nicht, wie ich das halten soll, damit ich hier ja gerade komme. Oh Gott. Oh. Mir ist so warm. Das ist, weiß nicht, es ist sehr schön, wenn es schön ist, aber wenn es so schwül ist, ist auch wieder nicht schön. Also ich finde es nicht schön. So. So sieht es erstmal aus. Ich denke, ich werde jetzt erstmal stempeln, bevor ich da weiter mache. Und dann ist es gleich Magic und ich bin wieder da. Tada! Das ging jetzt fix. Ach, wenn alles so schnell gehen würde. Ja, so sieht es aus. Ich wollte euch, genau, falls einer fragt, das ist kein Schwarz, das ist Grau. Das ist 0,05 und zwar ist das mit diesem Copic Multiliner in Cool Grey. Und der Rest ist einfach schwarz gestempelt. So, weiter geht's. Ich habe jetzt auch nochmal überlegt, nochmal zu stempeln. Ich habe diese tollen Stempel hier. Und diesen da möchte ich gerne benutzen. Und da hole ich den mal raus, wenn es denn aufgeht. Ich habe noch nicht benutzt und ich krieg's nicht auf. Warum nicht? Was ist los hier? Gibt es hier einen Trick? Ach, ich weiß nicht, warum die das so extrem zumachen, weil ich benutze eigentlich gern die wieder. Gut, okay, ich brauche eine neue Hülle. Ich weiß nicht, aber das ist nur bei Fuso so. Die rammeln das hier mal zu. Naja, gut. Aber egal. Dafür sind die Stempel gut. Die haben eine echt super Qualität. Langt da nicht mein kleiner sogar aus? Kriege ich den Rand nicht ganz drauf. So. Und jetzt habe ich überlegt, welche Farbe ich nehme. Rosa oder Peach. Ich würde es eher, dass es ein bisschen abhebt. Oder blau. Ich müsste jetzt. 1, 2, 3. Ich bräuchte bitte ein Stück Papier. Irgendwo ein Stück. Schnappen wir uns mal ein Stück hier. Und gucken einfach mal, was da besser aussieht. Einmal das. Oder das. Ja, das ist gut jetzt. Also ist jetzt gut. Ja. Okay, entweder das Grün oder das Rosa. Ich nehme das Grünliche, das Aquatic Splash. Ich nehme es jetzt einfach. Wenn es blöd aussieht, dann ist es halt so. Dann weiß ich, dass ich das nächste Mal nicht nehme. So. Kann nicht richtig drücken durch den kleinen Finger. Ach, ja. Es geht. Geht. Ich möchte auch noch hier. Ein Stückle hinmachen.
Könntest aber auch drüber stempeln, oder? Sieht das blöd aus? Drüber stempeln. Könnte blöd aussehen. Oder? Ich stempel daneben. Genau. So. Seite. Dann habe ich jetzt Mist gemacht. Oder? Ich glaube, ich habe Blockchain gemacht. Ich wollte nämlich so eine kleine Ananas benutzen, die ich mir eigentlich hier hingelegt habe und sie gerade gar nicht mehr finde. Wo ist sie denn? Sie ist weg. Bist du verbuddelt? Auch nicht. Da sind sie. Aber das könnte jetzt, obwohl eigentlich geht das, ich nehme die jetzt. Kleine niedliche Ananas. Die sind übrigens von Paper Accessoires, finde ich so niedlich. Und wenn ich sie denn auch abbekommen würde jetzt. So, kommt hier. Die habt ihr ja schon mal gesehen in einer Deko von mir. Und die möchte ich sprechen lassen. Jetzt bin ich nur am Überlegen, ob ich meinen Stempelsprechblase nehme oder nehmen wir gleich die. Die ist ja schon fertig. Weil das andere ist eher so eine Gedankenblase. Ich habe. Das wird bestimmt schon wieder ellenlang, das Video, aber das ist mir gerade egal. So. Komm hier. Finde ich jetzt gar nicht so schlimm, dass hinten der Fleck ist. So. Dann wollte ich ja eigentlich noch Obst und so damit hinmachen. Hier zumindest so ein Getränk. Das ist groß. Hier ist ein Melon. Ich muss mal gucken von der Farbe her. Hier eigentlich dieser Kuss noch hin. Das sind übrigens kleine Freebies gewesen. Steht ja drauf, Samples von den großen. Die habe ich auch. Ich bin am Überlegen, ob ich hier drüben auch noch so ein Gläschen hinmache. Oder ein Kussi. Ich mache noch so ein. Oder Moment, Moment, Moment. Moment. Ich habe ja noch aber so eine Melone. Wenn ich die jetzt abfriere, ob ich die dann wieder drauf bekomme. Ach, ist wieder so. Und ich habe auch noch so ein Eis. Eis würde auch hinpassen. Eis wäre auch cool. Komm mal hier hin. Und jetzt nehmen wir noch so ein kleines Plättchen. Ja. Dass wir
mich dahin machen, lass mich hier hin machen. Doch, das ist ganz gut, das gefällt mir ganz gut. So viel Obst habe ich jetzt eigentlich gar nicht da, ne? Stelle ich gerade fest. Aber naja, ein bisschen. Ein bisschen Obst. Mini, mini. Eigentlich ist es doch wieder keine, oder? Ja. Eigentlich möchte ich noch irgendwo was hinkleben. Passen. Ja. Ein bisschen zumindest. Gucken, wie das aussieht. Nee. Oder? Eigentlich muss es zu Ananas hin. Jacuzzi. Ach, ich bin gerade wieder. Gerade ist gerade wieder zu viel hier. Ich muss jetzt ein bisschen rumprobieren und gucken. Ist wieder so ein Moment, wo es eigentlich wieder zu viel ist. Den kleben wir mal zurück. Der passt da irgendwie nicht hin. Aber irgendwas könnte noch. Irgendwas. Machen so. Ich mag die Kussis. So. So lasse ich das jetzt. So gefällt mir das ganz gut. Und hier schreibe ich noch was rein. Mit. Genau, ich würde sagen, fertig. Und ich habe mich hier ganz schön verbuddelt, muss ich sagen. Das Chaos hat gesiegt. Und tja,
Dann tun wir das mal hier rein. Hoppala. So, das war die letzte. Fehlt noch ein bisschen was. Und das ist die jetzige Woche. Ich versuche mal ein Stück zurückzuholen. Ich brauche eine andere Halterung. Oder schiebe ich euch hoch. So. Jetzt seht ihr das doch ganz gut. Ja, das ist doch gar nicht mal so schlecht geworden. Mit den Printable-Stickers zum Ausdrucken. Eigentlich ganz cool. Das Schöne ist, man kann es immer wieder und wieder ausdrucken, ne? Ja, aber da könnte man sich dann auch wieder dumm und dämlich kaufen. Wie es halt so ist, wie mit dem Washis. Das ist ja genauso ein Suchtpotenzial. Ja, das ist meine aktuelle Wochendeko in meinem Wochenplaner, also in meinem privaten Planer. Die Deko für den Arbeitsplaner kommt auch noch. Ich weiß noch nicht, ob ich das heute mache oder ob ich das morgen mache. Ich werde es, denke ich mal, morgen wahrscheinlich eher machen. Und das Setup ist auch fertig. Ja, also das Setup ist noch nicht fertig, aber doch, es ist fertig im Planer, aber noch nicht abgedreht. Aber das werde ich auch noch abdrehen für euch. Ja, und dann war es das jetzt für heute. Ich wünsche euch einen schönen Abend und dann bis morgen. Tschüss, ihr Lieben.